Freunde, neuer Auftrag. Und heute kümmern wir uns um ein Stemmeisen, das nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick in einem ziemlich schlechten Zustand ist. Eigentlich kann man sogar sagen, es ist momentan unbrauchbar. Obwohl ich es nie zeige, wird natürlich immer vorher Schutzkleidung angezogen. Dann geht's auch schon los und wir entfernen mit dem Drahtbürstenrad den gesamten Oberflächenrost. Und das machen wir natürlich nicht nur an der Klinge, sondern an den beiden Zwingen hinten und vorne genauso. Jetzt wollen wir natürlich sicherstellen, dass die Schneidphase im 90-Grad-Winkel zu den Seiten des Stemmeisens steht. Dafür dient also die Hilfslinie und jetzt können wir genug Material abtragen, um dieses Ziel zu erreichen. Auch hier natürlich regelmäßig kühlen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Bandschleifer und wir packen einen schönen, einheitlichen Flachschliff drauf. Mit dem Schleifstein gibt's jetzt noch einen Micro-Bevel, der die Phase deutlich stabiler und somit resistenter gegen Ausbrüche macht. Noch einmal abziehen und das Ergebnis ist natürlich, wie soll's anders sein, ein super scharfes Stemmeisen. Von komplett unbrauchbar haben wir das gute Stück jetzt in wenigen Arbeitsschritten in super scharf und direkt einsatzbereit verwandelt. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaut euch lieben gerne auf meinem Kanal um, passt auf euch auf, bis dahin, ciao!